Prototype 2 und das ist Let's Play Nummer 5, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Humorsensoren sind wieder zurück auf Normalstand. Nun, lass uns untersuchen, was hier hinten vor sich geht. Nee, du solltest übrigens erstmal den Typen dir da schnappen und den aufsaugen. Der steht ein bisschen ungünstig da mitten in der Basis. Aber so aufmerksam wie die ganzen Leute hier sind, kannst du den bestimmt irgendwie gleich... Wir haben eben in der Pause und schon drüber kaputt gelacht, dass keiner von denen reagiert, wenn dieser Radar so hochdreht. Achtung! Aber vielleicht neigen die auch zu Fehlfunktionen. Das sind die Jungs vielleicht schon gewohnt. Wirklich. Aber wenn ich jetzt immer hier markiere und dann diesen Ping mache... Naja, zum Beispiel jetzt... Jetzt sieht ihn gerade der Kollege da hinten rechts. Ja. Aber wenn der sich wieder umdreht, bis der weiterläuft? Kann ich den denn essen, während der Radar mich im visiert oder ist dann gleich sofort... Ja, das macht gar nichts. Das sieht der Radar ja nicht. Guck mal, da vorne am Tor. Freibier. Na, jetzt aber doch. Jetzt müsstest du ihn machen können, ja. Warte mal. Ja, schnell hinter. Stehe ich aber da ein bisschen dran ab, die Mitte rein. Das ist ein liebenswerter Haufen. So, jetzt haben wir die nächste Blacknet-Mission freigeschaltet. Und die besteht dann schon aus zwei. Also. Einsätzen. Raubtier. Man muss diese Einsätze dann auch immer erstmal den eigentlichen Einsatz freischalten. Also diese Daten sich dann erstmal holen. Ja, dann kann ich jetzt ja trotzdem erstmal den Apparat. Du kannst daran an den Automaten. Flippern. Ja, und nu? Was war das jetzt? Hä? Was? Wie? Was? Wie? Hä? Corporal Fasolo, this is Dr. Coolidge. We received the infected specimen you captured. We're transporting it back to the lab to study interactions with test subjects. Over. How about instead of releasing these things on civilians, I release it on your colonists instead? See how you like that? Oh, jetzt haben wir die Mission mehr oder weniger ausgelöst. Achso. Jetzt müssen wir halt irgendwas machen. Mach mal Wart. Zumindest. Bei dem. Er saugt doch hier die Leute auf und dann hat er ja ihre Erinnerungen zum Teil zumindest. Ja. Und offensichtlich weiß er ja auch ihre Passwörter und wie sie irgendwie mit den Computern umzugehen haben, zumindest mal und mal auch nicht. Ja. Wenn es um blaue Tasten geht, dann ist er überfordert. Aber hier sich in dieses RadNet einzulocken, das kann er ja alles super. Dem müsste doch nach der Hälfte des Spiels das Hirn platzen an Informationen. Es ist da nicht allzu viel drin. Bei dem Bösen? Nee, aber halt am Anfang bei ihm. Also wenn ich da hingeschickt würde, ich hätte das ja Platz ohne Ende. Oh, guck mal, den da drüben müsstest du dir da auch schnappen. Der da oben auf der... Nee, der nicht, aber der da oben auf der anderen Seite steht. Der ist doch auch weiß. Nee, der weiß heißt ja nur, dass ihn keiner sieht. Dass ihn keiner beobachtet. Ach so. Du sollst ja das da, wo der gelbe... Wo die gelbe Double Helix drauf ist. Der da drüben ist das. Genau. Ja, Leute, tschüss, ne? Bis nachher. Mensch, war Jim beim Sporttraining. Ach, Jim, ist er, den der sieht macht keiner. Sachen. Und schon geht's dir auch gleich besser. 1000 EP müssen sie haben, den Brawler zu befreien und zu absorbieren, was? Ach, den da unten? Genau. Kann ich da jetzt nicht einfach draufschießen mit meinem coolen Gewehr? Nee, du kannst ihn ja nicht als, was ist das? Als Ziel anwählen. Das sind die anderen Gegner. Ja, du musst das? Ja diesen Handscanner aktivieren. Was, da steht einer davor. Ich habe gedacht, dass du gesagt hast, den Hans-Scanner. So muss man erst jemanden absorbieren, der Hans heißt. Dann kann man da hingehen. Also solange es nicht Hannes ist, unser hilfsbereiter Protagonist aus Dragon's Dogma. Ja. Tolle Spur. Jetzt aber schnell daher.
phone's open. Better stop that thing before it goes on a killing spree. Ja, das haben sie ja auch gerade freigelassen. Den hau ich jetzt einfach also, aus den Socken, oder was? Ja, schön einmal an den Pfosten gesprungen. Das Problem ist, du wirst halt gleichzeitig von den anderen verfolgt. But why? Was hab ich so dumme Kniffe noch da dran? Heller muss sich gerade melden mit seinem komischen Tentakelarm, den da dann als Ugly Motherfucker zu bezeichnen. Du schießt nicht überwiegend auf mich! Ja, weil du hässlicher bist. Lass mich doch in Ruhe! Ich soll doch dich verfolgen! kannst du auch mal jemanden aufessen. Oder ein Auto werfen. Lecker Auto. Mann! Jetzt. Du blöd Mann! Das gibt's ja nicht! Jetzt nimm den halt! Ist das denn die Möglichkeit? Nur erstmal hier so ein bisschen wegzukommen. Könnte es jetzt weg sein, dann würde zumindest der Alarm mal ausgehen. Jetzt musst du nur noch den Brawler killen. Wenn du den jetzt killst. Wo ist er denn? Direkt unter dir? Er kommt hoch, genau. Na gut. Jetzt kannst du ihn da oben. Warte mal. Falls du schaffst. Komm mal hoch. Um ordentlich auszuweichen. Vorsicht. Vorsicht. Wie? Hä? This was. Der hat doch vorher nicht immer dreimal zugeschlagen, oder doch? Weiß ich gar nicht genau. Sie sind tot? Wie kann ich denn tot sein, wenn ich ein Mutant bin, der nicht tötbar ist? Du bist ja noch nicht so stark wie der Mercer. How about instead of releasing these things on civilians, I release it on your cowardice instead. See how you like that? Achso, jetzt musst du die ganze Mission von vorne nochmal starten. Das ist ja sehr fair. Kein Speicherpunkt. Da ist ja wahnsinnig viel los in der Stadt, oder? Kann das sein? Also richtig viele Leute unterwegs. Mhm. Wahrscheinlich gerade Einkaufszeit. Die laufen auch überall. Na, da ist ja ohne Rücksicht auf Verluste. Ich nehme auch keine Rücksicht auf die. Benutzen Sie den Handscanner oder zerstören Sie. Ich hätte auch so vom Dach aus einfach. Aber da hast du ja wieder das Problem, da greifen nicht die anderen so. Da bräuchtest du, wenn, dann einen Raketenwerfer. Wieso hatten die denn vorhin angefangen auf mich zu schießen? Weil. Weil du den Käfig aufgemacht hast. Das sehen sie ja dann. Das kriegen die schon mit. Also, ich mache jetzt den Käfig auf, lauf davon, verwandel mich, hau ihn um. So könnte man es machen. Sounds like a plan. Jetzt kann man nicht skippen, das ist schön. So, jetzt war er weg da. Oh Mist, und da ist noch sogar einen, den du dir schnappen könntest, der gelbe. Versuch den da nochmal zu erwischen. Da, wo das gelbe Symbol ist, links von dir. Ja. Ist ihn da oben, der da oben auf dem Dach steht. Den könntest du sogar schaffen. Mann, es kommt hier mit dem Hubschrauber an. Ja, dafür nimmt er sich dann Zeit. Jetzt gucken wir es mal. Firmenfernsehen. Oh Mann. Jeder Sprung in den Kopf eines weiteren von diesen sympathischen Typen macht einem die beliebter. Ach siehste, der hat ja dann die nächste Untermission schon wieder freigeschaltet. Also ich habe erstmal versucht, dass ich irgendwie in Richtung irgendwie wegkommst. Aber auch in Richtung von dem Tierlauf, also das kann bestimmt auch entkommen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, du könntest dich jetzt verwandeln. Kann ich den
habt, oder? Doch, doch. Das muss jetzt nur ein bisschen am Top. So. Da, wo das gelbe Symbol ist. Warum wandelt sich denn das gelbe Symbol immer wieder in so ein. Das rote Symbol immer wieder in so ein gelbes? Wenn der gerade beschossen wird oder so? Aber ich will doch, wenn oder ich jetzt da runtergehe und den hau, dann bin ich doch ratzfatz wieder selbst dran. Ja, springen wir an seine Nier, um zu sehen, ob er wirklich von den anderen verletzt wird. Oder ob das nur so Grafik-Schnickschnack ist. Also müsste es mal auf ihn zielen und dann, glaube ich, seine Lips analysiert. Ja, ich glaube, das ist nur Fake, dass die ihn treffen. Jetzt. Ja, super aus. Verschreiß doch bitte nicht. Was ist denn das jetzt? Nicht so ohne, oder? Ich hau jetzt ab. Ich fürchte, das wird gerade nicht so einfach. Jetzt hast du aber schon heute einen Hubschrauber am Hals. Warum nur? Fritz, das probierst du jetzt. Schade. Ist das zu schwer? Soll ich mal probieren? Ja. Nein, dann gib mal hin. Juhu, das gibt's ja nicht. Yippie. Aber gibt's denn irgendwie eine klügere Variante? Oder zögere ich das zu lange raus? Hätte ich einfach von Anfang an schon draufhauen müssen, die Blöden. Ja, ist wahrscheinlich die goldene Mischung von all diesen Fehlern. Auf, durch diese Stadt mit den immer gleichen Gebäuden. Das ist New York. Ja. Das ist bestimmt in echt so. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das ist so ein Double Helix-Typ. Mumpfi, Mumpfi. So, sperren wir mal auf. Den Laden. Was hast du gerade gesagt? Sperren wir mal auf. Was? Vergiss es. Was dachtest du, was ich gesagt habe? Du hast was Versautes gesagt. Na, hab ich nicht. Jetzt sage ich auch schon dieses Bayern, na. Furchtbar, ich werde hier völlig assimiliert. We are Bavaria. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Bello, wo bist du? Da. Eine Waffe, deshalb zielt er so. Ich wollte gerade sagen, warum haut er denn nicht zu? Das wird gar nicht schlecht, weil ich ein Gewehr dabei habe. Und auch bei dir schießen die nur auf den, weil du von der Blackwatch bist. Na. Oh, jetzt hast du schon wieder nah gesagt. Das kann ja wohl. Aber warum? Ich weiß nicht. Vielleicht hast du irgendwie geschafft, dafür zu sorgen, dass ich an einem weniger haben, dass interessanten Ziel klinge. Oh, scheiße, ich sollte natürlich nicht auf die Typen schießen. Das ist Schiebung. Das ist echt Beschiss. Ich schmeiß mal meine Knarre weg, oder? Obwohl nicht. Die denken jetzt, du bist Blackie, der Super Blackwatch hält. Roy Blackwatch. Was, Royal oder Roy? Roy Blackwatch, der kaiserliche Blackwatch-Typ. Achso, ich dachte Roy Blackwatch. Ja, doch. Aber auch schon tot. Auch schon tot, ja. Ich meinte den aber durchaus. Achso. Nennen Sie ein Spiel, das man im Casino spielt, Roy Black. Fritz macht das viel besser als ich. Jetzt bin ich schon wieder. Oh, echt? So eine Angeber. Haben wir das jetzt noch in die Folge reingekriegt? Na, aber. Sind wir jetzt schon zu Ende? Na? Ey. Hallo? Was ist denn jetzt los? Na? Freilich. Ich will nicht Bayer werden. Da ist ein Dings, eine Blackbox. Oh, eine Blackbox. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo leuchtet's? Die will ich aber noch haben. Da geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Und die würde übrigens in unsere Let's Play-Historie besser reinpassen, wenn das keine Blackbox, sondern eine Hackbox wäre. Wäre nämlich. Da piept da was. Oben. Da piept's. So, zum Abschluss dieses Let's Plays hören wir uns an, wie sich die nächste Gruppe von Leuten, von Soldaten unsympathisch macht.
Worauf wollen wir tippen? Dass sie einen Kindergarten überfallen und da gefährliche Kleinkinder abknallen. Sie finden Pfadfinder, die Kekse verkaufen und beschließen sie dann zu atomisieren. So. Sehr gut. Archival recording, 322 days ago. Do you feel justified in what you did? Well, yes. Yes, of course I do. They were killing Jacobs. But this is the first time you've ever fired on unarmed civilians, correct? Doc, they were killing Jacobs. I'm not losing a second sleep over it. Ja, passt so ungefähr, ne? Ich würde aber auch zur Waffe greifen, wenn jemand Jakobs-Kaffee bedroht. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.